Hallo meine Lieben, das sind wir auch schon wieder und willkommen zurück zu Let's Play Luffy Rise of the Sinistros. Ja, wir sind gerade im Opferturm und ich sehe da was an der Wand. Genau. Ja, und wir müssen irgendwelche Frauen befreien, da sie hypnotisiert wurden durch eine magische Flötenmusik. Beziehungsweise, wow, was für ein Running Gag. Beziehungsweise durch die Ocarina of Time. Was ist das denn für ein Schmarrn? Oh nee, was ist das? Kann man das so vielleicht vorstellen? Und nicht umsonst habe ich die Wand aufgebombt. Vielleicht schön außenrum laufen. Okay. Wahrscheinlich ist es so ein Sensor oder sowas. Die zwei schwarzen Dinger. So. Dich paralysieren. Okay, dann nicht. Dann haben wir hier zwei Spectres. Inspectors Gadgets. Er ist wieder da, Inspektor Gadget. Hau rein! Jetzt kommt Selan und weg. So, Gülle Küken, Gülle Gülle. Wie hieß der Spruch? Gülle Gülle Arschgefühle oder sowas. Okay. Und ich darf zuerst angreifen. Oh, die halten eine Menge aus. Wobei, ich trage ja auch so ein Lavaschwert. Wow! Galkain teilt wieder aus. Perfekt, perfekt Match, meine Lieben. Und ich bin hier im Außenbereich. Wuhu! Was für eine Aussicht. Dann geht's hier rein. Nabend. Nabend, Samurai Pizza Cats. Lass mal gucken, was da unten ist. Nicht viel. Komm her, Mann. Samurai. Amokkrieger. Mein Name ist Amokkrieger. Und ich will dich vernichten. Oh nein, ich bin alleine. Ich schlage dich. Hey, lass Selan in Ruhe. Nun warte, nimm das. Teamarbeit. Und da ist wieder eine Wand. Ach, ich habe wieder diesen blöden Enterhaken ausgerüstet. Gut. Und ein Gary. Und Überraschungsangriff. Nein. Was sollte das? Hey, hallo? Ist das Kindergeburtstag oder was? Dicker, ich weiß es nicht. Hau mir jetzt einfach zu, okay? Ja, ja, ist gut. Und ja, ich hab's geschafft. So, da kommen wir, glaube ich, nicht runter. Nur von da außen. Dann gehen wir mal runter. Und da haben wir auch so einen Krieger. Geil, Kain, jetzt musst du zuschlagen. Ja, yeah, super. Was? Hey, das tut weh. Hier, man schlägt keine Frauen. So. Kommen wir da runter? Sieht irgendwie auffällig aus. Aber runter kommen wir nicht. Was haben wir denn hier? Ein Gülleküken. Eine blaue Truhe? Nee, oder? Okay. Ich war noch so. Das sieht irgendwie komisch aus, Leute. Ah, ich wusste es. Ich wusste es. Ah. Tja, Leute, ich zock auch Zelda, ne? Da gibt es so ähnliche Rätsel. Man denke da beispielsweise an den 7. Tempel aus The Legend of Zelda Link's Awakening. Da muss man auch 3 Säulen irgendwie vernichten, zerstören. Deshalb fand ich es irgendwie, weiß nicht, einleuchtend und sah auch schon so bröselig aus. Okay, perfekt. Eine Feuerfrucht, habe ich schon wieder eine bekommen. Mensch, Meier.
Also wie gesagt, ihr habt wahrscheinlich schon in der letzten Folge gesagt, also gestern. Und heute ist Donnerstag. Also heute ist eigentlich Mittwoch, für mich jedenfalls. Weil ich jetzt zwei Folgen aufnehme. Eben heute und heute, für heute und morgen. Und am Freitag drehe ich wieder, wenn es hinhaut. Aber es ist ja nur nebensächlich. Das wollte ich aber trotzdem gesagt haben. Ja, ja, du blöde Sprecher da im Hintergrund. Lass uns kämpfen. Okay, Dicker, Entschuldigung. Ja, genau, Mann. Ja, ja, Tex. Ich spreche schon mit mir selbst. Mache ich sowieso immer. Gut, jetzt kommen wir da runter. Das ist tricky. Da mal wieder ein Gegner. Und Sela muss aufgetankt werden, sonst sieht das ein bisschen eklig aus. Und, ne, haben wir leider nicht gepackt, aber jetzt nochmal mit Geilkind und Perfekt. Jetzt noch einer auf dem Feld. Der Schlag macht den nichts aus. Und das ging nochmal richtig gut. So. Zauber. Okay. Dann geht's jetzt hier runter. Noch zu den hässlichen Geistern. Oh, ein einziger. Wie gemein. Da hat er eh keine Chance. Und die Kiste. Und ein Octillery. Schwabbel, schwabbel die Babbeli. Die sind eklig. Ja, ja, Selan, ich weiß, aber wir müssen die. Oh nein, die hauen jetzt zu. Achtmal. Nee, doch nicht. Okay. Dachte ich aber. Du bist weg und du bist jetzt auch weg. Gute Nacht. So. Ein Eisring. Sieht schon mal sehr schick aus. Hört sich schick an. Und wer kann so einen tollen Eisring tragen? Magst du vielleicht? Was macht der Muskelring? Ja, nee, der Angriff ist mir da lieber, auch wenn es nur ganz wenig ist. Ja, mit dem ganzen Ahnhöhlenzeugs im Gepäck ist es schon was ganz anderes. Oh, da wollte ich nicht reinlaufen. Aber die seien schnell erledigt mit einigen Schlägen. Kopfnuss, geil. Headnut. Wenn der Domi mal mit dem Kopf zuhaut, dann wächst kein Gras mehr nach, du. Oh, Samurai Pizza Cats. Samurai, wir haben uns erholt von dem letzten Schlag, von der letzten Niederlage. Freunde, keine Sorge, wir werden es schon schaffen und werden dich rächen, Bruder. Hey, halte die Klappe, okay? Genau, nimm das. Und das auch noch hinterher. Und ich mach den Rest. Heiliges Schwert, Lichtschwert oder weiß Gott was. So, jetzt können wir aber hier erstmal im Außenbereich. Links weiter. Oh, da ist eine grüne Tür. Das heißt, es könnte ein fettes Battle geben. Kurz gesagt, danach muss geheilt werden. Erstmal diese zwei, ich sag mal in Anführungszeichen, Torwächter besiegen. Und keine Probleme. Gut, Gary besiegen. Gary. Gary Eich. Chaos. Zack. Wir müssen abwehren, Bruder. Ja, wir halten das aus. Nein, Bruder. Ihr habt meinen Bruder getötet. Dich auch noch. Nein. Knallhart. Ohne Wenn und Aber. So. Jetzt erwartet uns ein harter Kampf. Nehme ich mal an. Deswegen werde ich mich kurz heilen. Und jetzt geht's weiter. Dö. Anscheinend wartet doch kein harter Kampf auf uns. Auch gut. Und das ist tricky, aber nicht wirklich schwer zu verstehen. Was? Den ganzen Block runtergehauen? Ist nicht dein Ernst. Boah, nee, oder? Der hat den ganzen Block da runtergehauen. Okay, so gesehen egal. Merke ich gerade. Ich war anfangs noch etwas verwirrt, aber gut. Was bringt das?
Was habe ich davon? Ich glaube, das kann mir egal sein, was ich davon habe, denn ich laufe jetzt einfach außen rum. Lauf da durch. Die Treppen hoch. Opferturm. Interessant. Kehrst du alle Platten um, geht die Tür auf. Die del dumm. Okay. Theoretisch könnte ich da runter. Und das mache ich auch als allererstes. Was ist das denn? Lufti schließt sich an. Der Lufti. Ja, der Lufti. Namens Kraus. Möchte ich gern. Wie habe ich das immer gemacht? Wie habe ich das gehandelt? Habe ich alle groß geschrieben oder alle klein? Egal. Ich möchte diesem Lufti gerne den Namen Nagi geben. Nagi, auch ein Let's Player. Nagi Sensei ZX. Guter Kollege. Ist im Gegensatz zu anderen Let's Playern ruhig, aber nicht im Sinne von langweilig, sondern im Sinne von, er bringt keine Ausdrücke oder so. Also das finde ich richtig klasse. Gute Vorbildfunktion und ich kann da echt nur schleimen, ganz ehrlich. Toller Let's Player. Spielt sehr viele Pokémon-Spiele. Schaut mal unbedingt bei ihm rein. Und ja. Natürlich wechseln wir jetzt mal ganz kurz, beziehungsweise etwas länger mal zu unserem süßen, schnuggligen Nagi. Und jetzt müssen wir, glaube ich, mit den Bomben hier etwas rumspielen. Wie wir das genau handeln werden, kann ich noch nicht sagen. Ich mache jetzt mal so eine Kombi. Dann haue ich da mal was raus. Okay, ist ein bisschen tricky. Ja, ich glaube, wir haben es geschafft. Eine Tür hätten wir dann schon mal. Und hier wartet nur ein Samurai. Samurai! Drei Samurais! Oh, wie süß! Oh, wir müssen es füttern, sonst bringt es gar nichts. Nagi, 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 Nagi! Hey, was ist das für eine Fruchtfliege? Nagi, Nagi! Ach, Deka, das ist unser neues Kapselmonster. Es heißt Nagi. Nagi, Nagi, Nagi. Ist ja süß. Wow, ein Oktopus. Nagi. Nagi. Hey, die Fruchtfliege ist weg. Ja, weil sie besiegt wurde, Deka. Mann. Jetzt müssen wir hier erstmal Rache ausüben. Ja, ja, ist schon gut. Okay. Okay, oh nein. Selan, nein. Oh nein, Tay. Oh, na wartet. Du Schwein. Wir haben die Schweinebacke besiegt. Zauber, nein, Tasche, Lebensnektar. Nee, ist aber was anderes. Lebenssaft. Nee, ist aber was anderes. Kraftsaft, Zauberkrug. Apfelsaft. Wir haben so viel Schrott. So viel Schrott, aber nichts zum Heilen oder was? Egal, Tex, du musst aushelfen. Hast du irgend so einen Heilzauber? Helfer. Sehr schön. Zauber, Seelan. Ich hoffe, ich habe mein Limit nicht überschritten. Ich muss nämlich jetzt einen Cut machen. Leute, wir sehen uns. Macht's gut. Ciao, ciao.